Willkommen hier zu einem kleinen Q&A-Video, in dem ich die letzten Fragen zu meiner E-Bike-Reise beantworten werde, sowie die Fragen, die ihr mir unterhalb des letzten Community-Posts gestellt habt. Ja, und dazu mache ich es mir hier draußen bei dieser kälteren Jahreszeit einmal kurz gemütlich, habe meine Notiz mitgebracht, werde die Fragen jetzt ganz straight einfach aus dem Bauch heraus, ohne Übung oder sonst was, beantworten. Frage Nummer 1, die ersten Fragen beziehen sich jetzt ein bisschen mehr auf die Reise an sich. Würdest du so eine Reise nochmal machen? Definitiv ja. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so viele Dinge auch über mich selbst nochmal gelernt. Mir hat dieser ganze Prozess so viel Bock gemacht. Also definitiv ja. Warum bin ich häufig so spät losgefahren? Das lag im Wesentlichen daran, dass ich die Videos ganz gerne in meinem morgendlichen Café nochmal oder weiter bearbeitet und geschnitten habe am Laptop. Das war so der Hauptgrund. An sich macht es auf jeden Fall Sinn, allein aufgrund der eintretenden Dunkelheit, dass man etwas früher startet. Würdest du eine E-Bike-Reise inklusive Zelten unternehmen? Ja, wird es geben im nächsten Jahr. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das über so viele Tage machen würde, weil ein Hauptproblem ist immer, dass ich halt mit dem E-Bike unterwegs bin und dementsprechend Strom brauche, um die Akkus zu laden. Wildcampen ist ja an sich eh verboten, aber bringt mir sowieso nicht viel, weil ich dann einfach am nächsten Tag nicht weiterfahren kann. Das ist so das Kernproblem daran. Man könnte natürlich auch auf Campingplätzen einkehren. Fände ich an sich auch mal interessant. Werde ich mal angehen, muss ich Erfahrung zusammen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und das vergleiche mit dem E-Bike-Reisen und in Verbindung halt mit den Nächten, die man dann in einem Airbnb nächtigt, keine Ahnung, finde ich es einfach angenehmer, weil man einfach ein warmes Zimmer hat, eine Dusche hat, sich mal richtig aufwärmen kann. Und ja, das war eigentlich so der Grund, warum ich dann auf die Airbnbs gesetzt hatte. Da kam noch eine weitere Frage auf von euch, was diese Airbnbs überhaupt sind. Im Prinzip sind das einfach private Unterkünfte, die auch ihr selbst über die Plattform Airbnb vermieten könnt. Das ist jetzt hier keine Werbung oder sowas. Ich werde von Airbnb nicht unterstützt, sondern ich nutze die App selber einfach gerne und deshalb habe ich das über diese App gemacht. Das sind einfach wirklich private Wohnungen, zum Teil Häuser, die man dann mieten kann für mehrere Tage, und ja, müsst ihr euch einfach mal die App runterladen und das ist im Prinzip selbsterklärend. Vielleicht mache ich dann in Zukunft noch mal ein Video, wer weiß. Nächste Frage, kannst du dir eine E-Bike-Reise mit deiner Freundin oder mit Freunden vorstellen? Grundsätzlich ja, allerdings dann definitiv ohne Kamera. Weil, ihr müsst überlegen, ich bin auf Reise gegangen, einerseits, um diese Reise für mich zu erleben, aber das wäre gelogen, wenn ich das so stehen lassen würde, weil ich habe diese Reise auch gemacht, um gute Videos zu machen. Jedenfalls war das mein Ziel. Ihr entscheidet jetzt, ob mir das gelungen ist oder nicht, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit Freunden oder meiner Freundin unterwegs wäre, dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich irgendwo anhalte, ich nerve die oder ich raube deren Zeit oder wie auch immer, das passt einfach nicht. Und wenn ich dann alleine bin, dann bin ich so fokussiert, dann lenkt mich nichts mehr ab. Wisst ihr, ich versuche einfach, wenn ich meine Videos erstelle, Ablenkungen zu vermeiden. Das ist im Prinzip das Ding. Und wenn ich dann mit meiner Freundin oder halt mit Freunden fahre, dann will ich natürlich auch mit denen die Zeit verbringen und das gemeinsam teilen als Event im Prinzip. Es wäre einfach viel zu schade, wenn ich dann die ganze Zeit filmen will. Das wird einfach bei mir persönlich nicht funktionieren. Oder sagen wir es mal so, es würde funktionieren, aber dann wäre die Videoqualität deutlich schlechter. Vermute ich jedenfalls mal. Musst du Urlaub nehmen oder kannst du von YouTube leben? Nette Frage. Ich musste mir Urlaub nehmen dafür. Und das ist natürlich auch ein Knackpunkt an so Reisen. Man muss das mit seinem Jahresurlaub natürlich alles vereinbaren können. Und nein, ich kann nicht von YouTube leben. Das steht auf jeden Fall noch in den Sternen. Also ich sage es euch ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall möglich, davon zu leben. Mit einem E-Bike-Kanal auf jeden Fall nochmal eine größere Herausforderung. Aber auch nicht unmöglich. Es kommt so ein bisschen darauf an, inwiefern man mit Unternehmen zusammenarbeitet, inwiefern man wirklich all in gehen will, alles auf eine Kappe setzen möchte. Und vielleicht werde ich das eines Tages mal probieren. Weiß ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Ich will jedenfalls, das ist das Wichtigste, nicht den Spaß am Erstellen der YouTube-Videos verlieren. Wenn das eintritt, bricht das ganze Kartenhaus zusammen und ja, dann macht man halt ein, zwei Jährchen und dann geht es in den Job zurück. Vielleicht mache ich es mal, ist vielleicht eine coole Erfahrung, aber ich sehe zu viele Kanäle, wo ich mir denke, oh, ihr macht das jetzt Vollzeit und ich weiß nicht, ob es der Qualität der Videos gut tut. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Eindruck von mir. Welche Radlerhose nutzt du? Kann ich euch zeigen. Ich sitze da nämlich gerade drauf. Und zwar ist das einfach eine Radlerhose. Ich lege mal hier eben das Tablet beiseite. Von der Firma VD. Ist auch jetzt hier kein Werbevideo, also ich werde da nicht für unterstützt. Aber das ist die Hose, die mir hier auf jeden Fall den Hintern und die Zeit gerettet hat. Hier ist so ein dickes blaues Polster,
eingebaut. Das ist richtig dick und weich und ich hatte, trotz dessen, dass ich halt kein vollgefedertes E-Bike hatte, beziehungsweise ich war mit meinem Trekking-E-Bike unterwegs, ich hatte da keine Hinternschmerzen. Und jetzt checke ich mal eben, ob ich hier auch den Ton aufzeichne, weil sonst kann ich nochmal neu anfangen. Gott sei Dank. Ton läuft, also kann ich ganz entspannt weitermachen. Also Radlerhose, ja, die hat ungefähr 30 Euro gekostet. Ich empfehle ansonsten auch immer ganz gerne die Sachen von Gore. Ich mag Gore persönlich einfach. Das ist so ein persönliches Ding und ich denke, ihr könnt aber auch mit jeder anderen Hose eine gute Zeit haben. Die Frage ist immer, was die Haltbarkeit angeht, weil natürlich großes Gewicht auf dem Sattel dann lastet, viel Reibung entsteht und ich denke, bei den günstigeren Hosen reißen die Nähte schneller. Aber keine Ahnung. Nächste Frage, wie viele Stunden bzw. Kilometer würdest du pro Tag in Zukunft fahren? Ich hatte ja schon in einem kleinen Fazitvideo zu meiner Reise angedeutet, dass 80 Kilometer gut sind für eine Tagesstrecke. Allerdings ist man dann auch so 4 bis 5 Stunden nur unterwegs. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was man in der anderen Zeit macht. Ich glaube, jetzt, nachdem ich nochmal intensiver drüber nachgedacht habe, finde ich so 100 Kilometer doch gar nicht so schlecht. Wenn ich etwas früher morgens losgefahren wäre, wäre das cool geworden, wäre das halt entspannter gewesen. Für mich natürlich war es auch so ein bisschen der Reiz dabei, auch mal eine weite Strecke zu fahren, um halt die Videos auch spannend hinzubekommen. Ne? Ihr müsst das wirklich so ein bisschen trennen. Einmal, wenn ihr wirklich selber fahren wollt, dann machen natürlich andere Sachen mehr Sinn. Dann filmt ihr aber auch nicht, dann habt ihr deutlich mehr Zeit. Oder ihr wollt das verfilmen, dann sieht die Welt ganz anders aus. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe im Prinzip. Genau, also ja, 100 Kilometer passt auf jeden Fall für mich mit 2 Akkus. Genau, nächste Frage, wann geht's wieder auf Tour? Ja, das ist ein bisschen was davon abhängig, wie ich den Jahresurlaub für das kommende Jahr gestalte. Ich bin da noch in der Planung, ich habe viele Ideen, meine Liste ist endlos lang. So lang sogar, dass ich das definitiv hier mit YouTube auch mal Vollzeit machen könnte. So viele Ideen habe ich im Kopf. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt aktuell noch nicht und es sind auf jeden Fall Reisen geplant. Es gibt ja noch andere Radwege entlang von Flüssen oder durch Deutschland, die es sich mit Sicherheit lohnt, einmal zu erkunden. Jetzt gehe ich auf die Fragen ein, die ihr mir zu dem Community-Beitrag gestellt hattet. Jetzt habe ich auch die Namen von euch dabei und zwar hat der Raffi Z gefragt, was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Steinbock, gebe aber selber nicht allzu viel um Sternzeichen. Keine Ahnung, aber ja, das ist die Antwort. Tony Touch fragt, hi, überlegst du dir eventuell für solche Touren ein Cargo-Bike anzuschaffen, zum Beispiel ein Omnium mit Motor, weil er kompakt ist? Cargo-Bike, mega Bock drauf. Ich arbeite da auch an Dingen und Projekten, so viel kann ich verraten, fürs kommende Jahr. Damit mal auf Tour zu gehen, warum nicht? Eigentlich eine coole Inspiration, gute Idee, könnte ich mir vorstellen. Wäre natürlich easy da mit dem ganzen Gepäck da rein, vielleicht dann in Kombination mit einem Zelt, was nochmal schwerer ist und so. Lasst euch mal überraschen. Ich muss einfach gucken, dass das zeitlich alles irgendwie über die Bühne geht oder ich das irgendwie vereine. Matgrea fragt, sorry, wenn ich die Fragen hier an der Stelle falsch ausspreche, würde mich über mehrere Videoreihen freuen. Über E-Bike-Neuheiten, Vor- und Nachteile, Zubehör, Tipps und Tricks, Challenges und noch andere Themen, worauf du Lust hast. Meine Frage wäre, ob solche Videos kommen. Es kommen auf jeden Fall im Jahr 2023 auch noch andere Videos. Es wird nicht nur Touren geben. Es sind sogar schon einige Projekte fertig, lasst euch da überraschen, es geht hier nahtlos im Januar direkt weiter. Und ich habe auch Bock, neue Dinge auszuprobieren, mich weiterzuentwickeln, dementsprechend auch neue Videoreihen zu integrieren. Will das aber wirklich nur dann machen, wenn ich auch Mehrwert bieten kann. Wenn ich von irgendwas nur laber und fasel und irgendwie dort alles so halbherzig runtergebetet wird von mir, hauptsächlich ich kann eine neue Videoreihe erfüllen, dann lasse ich das. Also ich habe keine Lust, YouTube mit Inhalten zu füllen, die nur kurzfristig vielleicht mal irgendwie ja, ganz nett gewesen sind anzuschauen. Wisst ihr, was ich meine vielleicht? Aber genau, es kommen auf jeden Fall andere Videos. Ich habe einige hoffentlich spannende Projekte schon im Kasten. Just Mephoraser schreibt oder fragt, moin, wirst du dein MTB nochmal in den Bikepark ausführen? Da muss ich das nochmal streichen, weil ich mit meinem Mountainbike noch nie im Bikepark gewesen bin, aber ich habe da nach wie vor Bock drauf. Und ich glaube, dass dieses Projekt im nächsten Jahr von mir durchgezogen wird. Habe ich Bock drauf. Wird wahrscheinlich auch ein interessantes Video werden. Krass fragt, wird es nochmal ein Video mit Outdoor-Übernachtung geben? Das letzte war top. Erstmal vielen Dank fürs Lob, weil
das letzte Outdoor-Video ist ewig lange her. Das müsste die 7. Folge E-Bike-Abenteuer gewesen sein, als ich ja Richtung Rhein entlang, Richtung Koblenz fahren wollte. Dann kam das Unwetter, Hochwasser und so weiter. Und dann hatte ich halt die erste Nacht draußen verbracht. Und ich habe Bock, im Jahr 2023 solche Outdoor-Übernachtungen mit einzubauen. Auch wieder eine Zeitfrage. Aber ich setze da auf jeden Fall mal die Prio drauf. Nicht jede zweite Woche, aber ich habe mir das vorgenommen. Peggy Rex sagt oder fragt, alles Gute für 2023 und schreibt da noch ein paar andere nette Worte. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir das gleich natürlich zurück und den anderen auch. Ne? Ich will jetzt die Kommentare halt ein bisschen gekürzt nur vorlesen. Würdest du nach all deinen Touren immer noch Highbike empfehlen? Leute, ganz ehrlich, ja. Highbike ist für mich nach wie vor einer der besten Hersteller auf dem E-Bike-Markt. Ich liebe gerade auch die Mountainbikes. Die gefallen mir optisch gesehen am besten. Die Dinger tun, sind natürlich teuer, aber es sind gute Räder. Nur weil ich persönlich Bock bekommen habe auf Riese und Müller, heißt das ja nicht, dass der eine Hersteller für mich irgendwie von der Klippe oder sowas ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, gefallen mir nach wie vor mega gut. Ich bin mit meinen beiden Highbikes ja auch mega, mega zufrieden. Also, das sind vernünftige Dinger. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Preisklasse ihr dann einsteigt. Wenn ihr euch eins für 2.000 kauft, ist das natürlich was anderes, als wenn ihr dann 5 ausgebt. Ne? Aber es gibt durchaus auch noch andere Hersteller, die auch sehr, sehr gute Bikes verbauen. Mehr oder weniger, Leute, ganz ehrlich, der Riesenunterschied ist oft ja auch nur im Marketing, im Branding, in der Gestaltung der Rahmen, ne, in der Designsprache, und der Rest ist doch eh zugekauft. Die ganzen Komponenten, RockShox, Fox, Federgabeln, KMC-Ketten, Schwalbereifen, was weiß ich, Leute, das sind doch alles zugekaufte Teile. Das Gesamtkonzept muss stimmen. Ich denke, man muss sich zur Marke ein bisschen zugehörig fühlen, einem muss die Marke gefallen und dann macht ihr da nichts falsch. So, ne? Das will ich einmal dazu gesagt haben. Andy R. fragt, kannst du dir vorstellen, mal ein Community-Treffen bzw. ein Meet and Greet mit Pat zu veranstalten? Erstmal, ja, danke für die Anfrage, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich habe diese Frage schon ein paar Mal zu lesen bekommen. Habe mich immer schwer getan mit der Gestaltung von so einem Community-Treffen, wie man das rechtlich aufstellt bzw. wie man das organisatorisch macht. Das ist halt auch wieder eine Zeitfrage. Soll jetzt hier nicht immer als Ausrede verwendet werden, aber es ist durchaus für mich nicht so einfach, da einen Zeitpunkt zu finden und einen Ort der Kommunikation, gut, könnte man jetzt einfach WhatsApp oder so nehmen, wo man dann so etwas organisiert. Ich habe da Bock drauf. Ich denke mal, um auch etwas aufzuzählen, was ich mir vorstellen könnte, was wirklich gut klappen könnte, wäre, dass wir uns einfach mal bei irgendeiner E-Bike-Messe zusammentreffen. Dann teile ich euch mit, wann ich irgendwo am Start sein werde und dann quatschen wir da mal ganz entspannt. Vielleicht können wir damit mal starten. Community-Treffen an sich Bock, aber ich glaube, ich würde das vielleicht noch mit einem anderen E-Bike-YouTuber oder sowas in Verbindung machen. Da könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, genau, das ist die Antwort auf deine Frage, lieber Andi. Die zweite Frage von dir, wäre es nicht manchmal einfacher, den Kanal zu zweit zu betreiben? Zum Beispiel mit einer fahrradbegeisterten Person, die mitfährt und filmt. Jein. Ja, es wäre manchmal praktisch, hätte ich eine Person, die Bock auf das Thema hat, die mir bei der Recherche hilft, die mir hilft, dieses Geschäftliche abzuwickeln, die Kommunikation mit Unternehmen und so weiter. Das würde mir wahrscheinlich helfen. Allerdings weiß ich nicht, ob der Aufwand mit der Person, das zu besprechen, nicht größer wäre, als wenn ich das einfach selber mache. Ich packe die Dinger gerne selber an und kann gut alleine arbeiten. Deswegen weiß ich nicht, wie man das gut integrieren könnte. Aber in Zukunft, vor allem für hochwertigere Videos, wo man mehr Wissen gebündelt zusammenfassen muss, wäre das vielleicht nicht schlecht. Für Touren definitiv nein, weil mich das wieder ablenken würde und weil ich dann nicht so frei wäre, wie ich dann eigentlich bin, wenn ich alleine bin. Und weil, ja, wie stellt man sich das vor, dann müsste einer die ganze Zeit mitfahren, dann quatschen wir auf einmal, dann bin ich wieder abgelenkt, dann sage ich, ja, halt mal hier an, ich will jetzt hier mal lang fahren, starte mal die Drohne. Es würde, glaube ich, keinen Mehrwert bringen. Und für die andere Person, wie soll ich die bezahlen? Ich kann ja keinen einfach mitnehmen, stundenlang auf irgendeine Tour, wo ich da erzähle und schwafle und alles. Das funktioniert ja auch irgendwie nicht. Und wenn mich einer begleitet, mich haben auch schon mal Kumpels gefragt, die mitfahren können. Die wollten mal sehen, wie ich halt so ein Video mache. Ja, ihr könnt mal mitkommen, aber das ist nicht so spektakulär. Ne? Ich sitze jetzt hier auf so einem Holzklotz, ich habe jetzt hier ein paar Notizen und ich erzähle einfach. Und wenn ich so eine Tour filme, dann passieren so viele Dinge, von denen ich nichts weiß. Leute, meine Gedanken vor der E-Bike-Reise entlang des Rheinradweges waren, jo, du fährst am Rhein lang und keine Ahnung. Und was daraus geworden ist, ich hätte mir das niemals vorstellen können. Das ist alles aus der Spontanität heraus,
aus der Leidenschaft und aus dem Bauch heraus entstanden. Wenn jemand mitfährt, keine Ahnung, müsste ich vielleicht mal ausprobieren, vielleicht ist es auch nicht schlecht. Das war die Antwort auf deine zweite Frage. Dann hatte Manu gefragt, also erstmal schöne Weihnachten, nachträglich einen guten Rutsch, gleichfalls, ne, auch an dich zurück. Mich würde etwas interessieren, das nichts mit Radfahren zu tun hat. Wie sieht es bei dir privat aus? Bist du in einer Beziehung? Wenn ja, stelle ich mir das schwierig vor, wenn man tagelang allein unterwegs ist. Ja, ich bin in einer Beziehung und muss sagen, dass man einfach gut miteinander sprechen muss, dass man sich Freiräume gewähren muss und dass man einfach, also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn meine Partnerin das nicht akzeptieren würde, jetzt mal blöd ausgedrückt, weiß ich nicht, ob man dann überhaupt zusammen wäre, weil ich brauche meine Freiheit, ich muss mein eigenes Ding machen. Ich kann euch das auch nur ans Herz legen, wenn ihr eine Partnerin habt oder einen Partner, dann macht auch euer eigenes Ding. Man muss ja nicht immer alles miteinander teilen. Ich finde es mega cool, dass ich mein eigenes Ding hier machen kann. Ich bin voll froh, dass meine Freundin da gar nicht mitfährt und alles. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Also wenn man ein Fahrradtürchen irgendwo ist, ja okay, aber ich weiß nicht, so Hobby und so, ich trenne das ganz gerne. Arbeit, Hobby, Partnerin, Freunde und so weiter. Von daher, klar, wenn ich dann 12 Tage weg bin, ne, danach nehme ich mir natürlich und davor besonders viel Zeit für sie dann. Ne? Also ich gleiche das aus. Man kann vieles, wenn man miteinander spricht und sich gut versteht, kann man das, kriegt man das gebacken. Man schafft mehr, als man denkt. Das schafft ihr auch. Ihr müsst das einfach kommunizieren und ja, über alles, über eure Wünsche und Bedürfnisse und sowas offen sprechen und dann läuft vieles. Da macht man sich zu viel Kopf drum. Meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Vielleicht ist es bei manchen ja auch schwieriger, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das hat bei uns gut funktioniert. Uwe Heinrich fragt, trotz Kackwetter am Ende deiner Reise hast du nicht aufgegeben. Wie machst du das? Ich glaube einfach Leidenschaft, keine Ahnung. Und gerade bei der letzten Etappe habe ich mir halt vorgenommen, volle Kanne durchzuziehen. Da hat das gut gepasst mit diesem Extremwetter. Das hätte ich an anderen Tagen vielleicht auch nicht geschafft, ganz ehrlich. Das war schon grenzwertig. Da war ich zwischendurch, wo die Kamera auch mal aus war, wirklich an so Punkten, wo ich mir dachte, ey, wie machst du das jetzt hier? Du schaffst das nicht. Ich habe wirklich auch selber gedacht, ich schaffe das nicht. Und wollte dann immer aufpassen, dass ich nicht wirklich übertreibe und dass ich da irgendwie da zusammenklappe und dann Hilfe brauche. Das wäre natürlich alles andere als gut, aber es ist nicht so, dass mir das immer alles leicht fällt. Also ich muss mich auch bemühen, zusammenreißen, Motivation aufbringen. Aber ja, das sind so Eigenschaften, die mir eigentlich ganz gut liegen. Ich kann viel Kraft aus eigener Motivation heraus aufbringen. Das kann man aber auch lernen. Also man wächst auch mit seinen Aufgaben. Ihr müsst nicht denken, heute, wenn ihr irgendwas nicht könnt, werde ich nie können oder schaffe ich nicht, kann ich nicht, bin ich zu schlecht für. Vielleicht jetzt gerade noch, aber wenn ihr in die Richtung geht, ihr werdet Schritte machen, sodass ihr diese Dinge auch schaffen könnt. Also die Dinge, vor denen ihr irgendwie Angst habt oder die euch zu schwer aktuell vorkommen. Zweite Frage vom Uwe. Warum Höllenritt durch den Schwarzwald? War dir bewusst, dass die Route geradewegs durch das Gebirge verlief? War mir bewusst, als ich das auf Komoot und Google Maps abgecheckt hatte, aber ja, mein Kopf ist dann relativ easy. Okay, Gebirge, musst du irgendwie durch, fahr einfach. Karlsruhe war die nächste große Stadt, wo es einen Hauptbahnhof gab, wo man auch wieder nach Köln fahren konnte, deswegen, das hat sich für mich angeboten. Ja, aber als ich dann da gefahren bin und dann durch diese Gebirge und Täler gefahren bin, dachte ich mir manchmal schon, oh wei. Also gerade wo ich dann in dieser Höhle angekommen, nachts im Dunkel, dann Nebel, übelst kalt und war ein Film, kann ich euch sagen. Dritte Frage vom Uwe. Hast du keine Angst, dass du dir durch solche Aktionen das Hobby sauer fährst? Überhaupt nicht, weil ich mir vorgenommen habe, immer nur dann meine Sache zu machen, auch hier so ein Video zu erstellen, wenn ich darauf Bock habe. Habe ich keinen Bock, lasse ich's. Und dass ich keinen Bock habe, kommt selten vor, weil ich das liebe, was ich hier tue, aber es kommt auch vor. Und dann nehme ich mir die Zeit für mich, dann mache ich was anderes. Ich versuche das, wie bei allen Dingen im Leben, immer irgendwie die Mitte zu finden. Zu extrem, wenn ihr nur noch jetzt hier so Fahrradreise um die Welt und so, ich hätte keinen Bock. Ich sag's euch, wie es ist. Da habe ich nach 3-4 Wochen irgendwie vieles gesehen und weiß nicht, was will man denn immer weiterfahren? Also, wenn dann die nächste Reise bei mir aber irgendwann ansteht, dann habe ich wieder Bock, Leute. Dann bin ich richtig aufgeladen, voller Motivation und fahre dann gerne, aber jetzt ewig weiterfahren, nee. Also, alles, was zu extrem ist, ist vielleicht auch nicht so gesund, keine Ahnung. Hardy Lauterbach fragt, wann kommt jetzt das Riese und Müller? Wäre für die nächste Tour keine schlechte Wahl. Ich gebe dir recht, Hardy, das wäre sicherlich keine schlechte Wahl. Habe ich auch Bock drauf. Es ist bereits ein Video zu einem Riese und Müller E-Bike fertig. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen, deswegen will ich dazu jetzt in diesem Video nicht zu viel verraten. Aber Informationen bezüglich Riese und Müller und neuen E-Bikes und was noch so passiert, folgen in naher Zukunft. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, sorry. Master fragt,
Wohnst du und deine Freundin zusammen? Hat sie auch ein E-Bike? Jawohl, wir wohnen zusammen. Und nein, sie hat kein E-Bike. Und ja, sie hat einfach kein E-Bike. Vielleicht haben wir irgendwann mal noch ein anderes. Oder hin und wieder fahren wir auch mal zusammen. Kleines Ründchen, nimmt sie halt mein Mountainbike. Das passt auch mal. Aber ja, so richtig der Hit ist halt alles nicht. Geh mal lieber spazieren. Erdnussflip fragt: Nach den ganzen E-Bike-Reisen hast du nicht manchmal Lust, nochmal ein normales Fahrrad zu fahren? Vielleicht ein Gravelbike, um etwas sportlicher unterwegs zu sein. Ich habe tatsächlich ein altes Mountainbike einem Kumpel damals ausgeliehen. Der fährt damit nicht mehr. Werde ich mir jetzt in naher Zukunft wieder zurückholen und damit dann nochmal eine Runde drehen. Mich reizt es aber jetzt nicht so wirklich, weil wenn ich Sport machen will, mich noch mehr ausbauen will, mache ich entweder den Akku aus, sprich die Motorunterstützung fahre ich runter, dann ist es noch anstrengender als mit einem normalen Fahrrad. Oder ich gehe joggen und mache andere Sportarten. Irgendwie, keine Ahnung, Paddle oder ein bisschen Fußball zocken oder was auch immer. Also normales, gerade Gravelbike, das ist so eine Sache, da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht. Das ist ja jetzt der absolute Trend, auf die Gravelbikes umzusteigen. Ich bin da skeptisch, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn euch das interessiert, dann mache ich da vielleicht gerne mal ein Video zu, wenn ihr Bock drauf habt. Genau, und noch eine letzte Frage vom Janis H. Wie sieht es mit einem neuen E-Bike aus? Was hältst du von gebrauchten Rädern? Also wie gesagt, neues E-Bike-Videos folgen. Was hältst du von gebrauchten Rädern? Klasse, Leute. Es gibt nichts Nachhaltigeres und Besseres, als wenn jemand nicht mehr fährt, dass er sagt, ey, ich verkaufe das an jemanden, der damit wieder fährt. Weil wir müssen die Dinge nutzen und nicht immer nur weiter konsumieren, bis uns hier das alles zusammenfällt. Von daher, ich bin ein großer Freund von Dingen, wenn man die gebraucht kauft, kann man da auch noch in gewissen Punkten eine Scheibe von abschneiden, vielleicht mit Klamotten oder wie auch immer. Aber gerade auch bei gebrauchten E-Bikes denke ich, dass viele Leute zu euphorisch kaufen, bei schönem Wetter, dann steht das ein halbes Jahr wieder rum und es würde sich viel mehr lohnen, wenn die sich dann für die guten Sommermonate ein E-Bike oder sowas ausleihen und es macht da mehr Sinn, wenn die E-Bikes verkauft werden. Ein Kollege von mir, ein Kumpel von mir, hat sich auch ein gebrauchtes gekauft, guter Zustand, solange die Leute halbwegs vernünftig sind, ihr seht ja dann oder wenn ihr die dann seht vor Ort, wenn ihr das dann abholen wollt, ob das vernünftige Leute waren, ob die damit halbwegs gut umgegangen sind und dann könnt ihr die Dinge auch gut kaufen im Prinzip. Also ich finde das eine gute Sache, kann euch das empfehlen, eBay Kleinanzeigen, da gibt es auf jeden Fall immer mal wieder das eine oder andere Schnäppchen im Angebot, gerade jetzt zur kalten Zeit, wo kaum einer fahren will. Ne? Ihr müsst überlegen, das ist alles auch ein Saisongeschäft. So, ich glaube, das war es. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch an der Stelle kurz noch einen guten Rutsch. Und ja, wir starten am 1.1. geht es weiter mit einem kleinen Video für neue Zuschauer und am 5. Januar starten wir dann mit einem anderen Projekt, was etwas ja, aus der Spur geraten ist. Aber lasst euch da einfach mal überraschen. Kommt gut ins neue Jahr und bis dann. Ciao.